Und was weißt ihr wegen der Dorf von Baba Seides? Ja, wir wissen alles Ding. Ja. Ja, weil das ist die einzige Medina, wo die Kehila ist geblieben über den Zweiten Weltkrieg. Die einzige von allen, die Kehila sind im ganzen Mittel- und Mizrach-Europa. Wir kennen alles. Wir haben uns nicht gehärtet, nicht gejagt, gar nicht. Wir haben noch alle Sachen. Sie sind nicht gewöhnt in Europa, vor 60 Jahren zurück. Ja. Das ist der größte Unterschied zwischen uns und als man nimmt unsere Schenim, die Jiden von Estland. Wir sind kein Monat gewesen über 1800 und sie sind gewesen über 4000. Und 6 sind geblieben und bei uns die ganze Kehle. Und was noch willst du, dass Menschen sollen wissen wegen der Kehila da? Ich meine, dass Efscher können sie verstehen, die Jiden, wo sie aufgewachsen in größeren Kehilas. Ich meine New York, London, Paris, Leningrad, Petersburg, Moskau, Toronto, mit 100.000 von Jiden. Wie es ist, zu leben in einer kleinen, eher isolierten Kehile. Und man kriegt das Tam, wie stark die jüdische Kultur ist. Also man ist weit unter einer kritischen Masse, below a critical mass. Wo die Grenze ist, weiß ich nicht, aber ich meine, etwas 3.000, 4.000, 5.000 Jiden. Und wenn man ist bloß 1.000, wie kann man aufhalten, eine Struktur mit der Schule, mit dem Kindergarten, mit der Schule, mit der Beis Keinim, mit der Beis Eilem. Und als Volontären. Zianes. Interessant. Und wenn man noch versteht, dass das ist die einzige Kehille, was ist geblieben, intakt, über die Milchome. Die Schweizer, die Engländer, die Schweden, sie verstehen das. Dass Aid in meinen Jahren hat gekannt die Bobes und die Tanten und die Onkel und die Cousinkes. In Europa. Zum Norden werden da.